Passt, aber wie viel Zeit haben wir noch? 17. So, wir haben ja wirklich ein neues Spielzeug, das ist ein bisschen verkürzt. Letztes Mal gesagt, dass wir uns ein neues Spielzeug ausdenken. Und zwar, wer den Blaskongress kennt, der im Jahr oder so anfangen wird, der hat sich auch nicht geschlossen, weil das letzte Jahr bis jetzt ein Ausdruck war. Und das geht jetzt. Also, ich kann man denken, es ist gut, wenn wir das passen und dann haben wir uns einen Anwendungszweck dafür. Vorgehen, wie ich schon gesagt habe, ist der Chaos-Kongress. Funktioniert das prinzipiell so, es wird von unten nach oben ins langsam kühlen, je nachdem, wie viel Zeit halt daran entwickelt ist. Wenn es unten gelb werden anfängt, bedeutet es noch eine Minute Zeit. Wenn es rot werden anfängt, von unten, bedeutet es noch 20 Sekunden Zeit und dann ist es aus. So, die Anforderungen dieser Lampe, natürlich ein Gebet jetzt, klar, was sonst. Leuchtkörper sollte auch wie das große Vorbild für das Röntgenförmiges und Diffuses sein. Das ist das, was man auf einmal zu anschaut. In meinem Fall sollte es aber auch nicht zu groß und zu schwer sein, so wird es ein kleines, langes Ding brauchen, aber wir können auch noch nicht mehr so viel. Und deswegen, so wie es da vorne steht, kann man vielleicht in der Tasche einpacken und vielleicht kann es gehen. Und natürlich kein Steuerfall. Vielleicht schon gesehen habt, dass das jetzt für das jetzt mit der Mitte aus kein Steuer. Ein paar Entscheidungen, die ich getroffen habe im Zuge der Umsetzung in der Box drinnen, das wird dann am Computer natürlich drinnen, ein Eintrag in das Box 2, weil noch einmal angelegt ist, die ich verwendet gehabt habe, damit das nicht verwendet. Was die Leads betrifft, ist da jeder normale Mensch, wie gesagt, Scripts nehmen oder fertig und ich liebe den Challenge, also ich wollte auch über selbst wieder was lesen. Und also mit normalen Hergebildern sind wir selber zusammen oder mit der Fähigkeit der Scripts habe ich diesmal von Macrobox verwendet. Und Achievement dann auch die Bauern Network und die Scripts ja aufgepasst. So schaut dann so ein Zwischenstand aus, also bevor die Driver-Chips gespielt worden sind. Im Prinzip innen drinnen sind vier solche Streifen, denen kann sich nicht mehr aufmachen. Die Unterseite, also für die Unterseite, wollte ich Spaß auch haben, das ist in dieser grünen Box drinnen. Das große gegitterte ist das Netzteil von dem Raspberry und in dem Bereich noch ein kleiner Ledge-Chip für Regelkonfigurierung von der Kommunikation. Ansonsten, wenn es aufgeklappt ist, schaut es so aus. Also, ich habe es sehr vorher gesehen, jetzt noch einmal aus einer anderen Perspektive. Zur Fernsteuerbarkeit. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun könnte. Beispiel Infrarot, Bluetooth oder irgendwelche IoT-Protokolle, was es da alles gibt. Wir haben beschlossen, lieber was relativ ist, ein TV. Im Internet und die dann entschieden dann auch auf Internet, was war die wie es jetzt grundlegend funktioniert, also der Raspberry bietet sich ganz ordentlich ist, Internet bietet sich jeder Access Point an. Das Handy in dem Fall verbindet sich auf den Access Point, durch die IP-Adresse und alles, dann nimmst du Weboberfläche auf. Dann gibt es eben so eine Startseite, wo man aussuchen kann, was das denn tun soll. Also in dem Fall ist das ein Timer, wie wir das gesehen haben, das war so ein Ladenamt-Modus oder Plasma-Modus, wie man immer zu sagen wollte. Steuerung ist natürlich in dem Fall jetzt aber vollständig im Browser und im Hintergrund, also die physikalische Low-Level-Ansteuerung der Leads läuft mit den Chip-Programms natürlich. Zur Software. Im Prinzip ist die Software in zwei Teile aufgeteilt, einen sogenannten Backend und Frontend. Wenn auf dem Motor die beiden Configure, also weil es dann damit möglich ist, beide Teile zu entwickeln und dann auszuprobieren, ohne dass jeweils der andere Teil existieren muss. Grundsätzlich zur Auftrennung, der Backend ist eben dafür zuständig, für das ganze Low-Level-Chip-Neo-Handling und das Git-Backend, wie die Lex dann mitgefolgt ist, wenn man es gerne hätte. Der Frontend macht sozusagen den Rest. Das ist ein Wortspielchen, also es gibt so etwas wie ein Rest-Up, wie man heutzutage einfach wieder so gute Projekte im Rest-Up hat. Die Knoten habe ich da bekommen und das ist jetzt auch ein bisschen ungefähr.
Backend noch einmal, also der ist in C geschrieben, mit dem Bargain-Client natürlich. Das ist dann im Prinzip so ähnlich wie die Arduino-Runtime-Bibliothek. Backend, so entschlossen, dass ich schaue, was man tut, die Backend-PC zu nehmen. Hat einen ganz pragmatischen Grund, und das ist jetzt von allen diesen Backend-Fest-Technologie-Stacks, die es gibt, die aus Backend-Fest mehr zu tun, ein bisschen auskennen. Der Grund dafür ist, dass ich genau in dem Bereich habe jetzt nicht vorgehabt, da eben viel Zeit zu verlieren, weil die anderen Teile natürlich gehabt habe, wo sehr viel Zeit draufgegangen ist. Und eine weitere Technologie entscheidet in Node.js, die wieder ein neues Passwort. Was heißt das jetzt genau? Das bedeutet, ihr wollt keine von programmatischen Hipster-Technologien verwenden, also Node.js, 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 dann die ganzen Dinosaurier-Technologien, wie das Vue.js, und die Grafikumfrage noch. Was überhaupt nicht ist, lesen. Das ist aber jetzt, muss man nicht verstehen. Stattdessen, wie der Frontend eigentlich funktioniert, ist mehr oder weniger Plain, HTML und Stylesheets. Und nur wenn notwendig JavaScript und JQuery. JQuery geht wieder über JS-Framework. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Und nachdem wir genug Zeit haben, ist das letzte Achievement auch noch interessant. Danke. Ja, okay, jetzt haben wir. Egal. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr auch zur Lightning Talk hergefunden habt. Ja, ich hoffe, also kurz vorstellen, Bernhard Zach, Softwareentwickler und tätig bei Privacy-Projekten. Entwickler, Student, auch tätig bei Privacy-Projekten und Mitentwickler von der Privacy-Projekten. Genau, ich würde gerne kurz die Funktionsweise von Netzwerking aufgrund von einem Beispiel erklären. Wenn man eine Seite anschaut, Seite 1, die auf ihrer Seite dieses gelbe Werbeding eingeblendet hat, ist es wichtig zu verstehen, dass da eine Kommunikation in beide Richtungen stattfindet. Es wird eine Werbeanzeige runtergeladen, und es wird im Gegenzug, was der Fingerprint hinauf gesendet wird. Das heißt, es wird immer in beide Richtungen. Jetzt ist ganz wichtig, was ist für ein Fingerprint? Ein Fingerprint ist die Summe der Eigenschaften von eurem Gerät. Also jede Eigenschaft ist an und für sich harmlos. Das ist sowas wie die Bildschirmauflösung, das sind die installierten Schriften, Ländereinstellungen, IP-Adresse gehört dazu, teilweise erinnern sie sich, also die IP-Adresse. Genau, also das spannende Ding ist, die Kombination dieser Eigenschaften macht euren Computer aber einzigartig. Also auch wenn ihr alle Cookies und sonstigen ist der Rechner als solches immer wieder erkennbar. Genau, wenn ihr jetzt dann also auf mehreren Seiten surft, hier ist das Symbol 3 dargestellt, dann wird immer dasselbe Fingerprint geschickt und man kann diesen, sobald man immer eingeloggt ist, leicht verknüpfen und dann weiß man, aha, wenn ich Fingerprint kenne, das wer gehört mit Bernhard, das ist hier. Und ja, das Scala ist eine super coole Variante, indem man einfach einen zweiten Rechner hat, genau, den hier in Rot dargestellt wird, weil Rot für anderer Fingerprint und Grün für der andere. Und den verwendet man nur für eine spezifische Sache, die man interessiert und sonst den anderen Computer. Ja, wenn man sich jetzt dann noch für ein anderes Thema interessiert, muss man einfach den Rechner jetzt wegschmeißen oder sonst was machen. Die sind teuer und unökologisch, wir haben uns überlegt, wir machen was Fancieres, wir machen virtuelle Computer, das ganze Privacy Machine. Also ein so ein Computer, der heißt VM Mask. VM für virtuelle Maschine und Maske sozusagen zur Verschleierung. Und man kann in mehrere Parallele betreiben. Und jeder von dieser virtuellen Rechner bekommt einen eigenen Fingerprint. Und zwar einer, der sich ändert. Wenn man zumacht und wieder aufmacht, dann hat er einen anderen Fingerprint. Okay, dann vielleicht, wie wir das machen. Wie verändern wir den Fingerprint? Wir lassen den Browser an für sich unangetastet. Das ist am Anfang Grund, das ist ein Ressourcenproblem. Denn einen echten Browser zu entwickeln, dauert tausende, zigtausende Mannstunden. Was wir machen, ist, wir verändern die Eigenschaften des Betriebssystems. Wir installieren Schriften, wir ändern die Bildschirmauflösung. Weil diese Eigenschaften des Betriebssystems, das ist ja das, was von JavaScript ausgelesen und weiter gesendet wird. Ja, womit macht man das? Das Projekt ist großteils in C
Snack, damit funktioniert es unter Linux und Windows. Für Mac haben wir leider nie wirklich einen Entwickler gefunden, der das Ganze auf Mac portiert hätte. Ich glaube, groß kompliziert dürfte es nicht sein, aber nachdem wir beide vorher auf Mac entwickelt haben, ja, geht's halt nicht. Virtualisierungsgeschichte in der VirtualBox aus dem einfachen Grund, es ist für alle gängigen Betriebssysteme vorhanden und lässt sich über die VBox Manage API relativ einfach fernsteuern. Zum Ansagen vom Bildschirminhalt benutzt man FreeRTB. Als virtuelle Maschine kommt ein Customized Debian zum Einsatz. Da sind wir den Kollegen vom Grubbel-Projekt sehr dankbar, dass sie das so schön gemacht haben, dass man das Debian so einfach konfigurieren kann. Die Konfiguration ist der einzige Teil, der nicht in C++ ist, das ist nämlich mit Python eingemacht. Wir verwenden eine, dieses Basis-OS, das nennen wir Basisdisk, und das ist die Basis von diesen virtuellen Maschinen. Und wenn die hochgefahren wird, jedes Mal, wenn es hochfährt, können wir eben dann zusätzliche Schriften und sonstiges auch konfigurieren und ändern. Zum Status des Projekts. Letztes Jahr im November haben wir die Beta 1-Version released, die ist inzwischen relativ veraltet, weil wir großes Code-Refactoring hinter uns haben. Wir haben den Updater komplett ausgetauscht, nachdem wir raufgekommen sind, dass der leider nicht so wie geplant funktioniert hat. Derzeit ist es under heavy development, wie man so schön sagt, aber man kann sich den Source-Code auf GitHub runterladen, kompilieren, er funktioniert, nur noch nicht ganz stabil. Der Updater ist noch nicht komplett fertig. Zur Organisation, wir sind als gemeinnütziger Verein organisiert. Einfach deswegen, dass wir ein bisschen Rechtssicherheit brauchen und Spenden entgegennehmen dürfen. Und wir würden eigentlich alle anwesenden Entwickler und Interessierte bitten, helft uns, schaut es euch an, Verbesserungsvorschläge, Pull-Requests, gerne gesehen auch einfach E-Mail mit Feature-Requests, was geht, was braucht ihr noch. Ein paar Sachen haben wir selber noch auf der Liste. Beta-Test für die 2er Version dann ab Sommer sind auch sehr herzlich willkommen. So, jetzt kann ich mal Fragen entnehmen. Das danke schön. Was gibt es von der EFF, dieses Panoptik? Ist das ziemlich das? Ja, also es ist ein bisschen schwer, gegen so etwas wie Panoptik zu testen, weil unser Anspruch ja ist, jedes Mal eindeutig zu sein. Nur halt jedes Mal anders. Also Panoptik gibt uns, was ja wir wollen, bei jedem neuen Aufruf von Panoptik, dass wir einzigartig sind. Nur halt mit anderen Parametern. Ja, und die Alternative wäre natürlich die Inosität sozusagen. Also im Prinzip, wenn ich gleich schon diesen Zusammenhang ist. Das ist also, das haben wir vorher in dem Vortrag über Webtracking gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, sich vor Webtracking zu schützen. Die eine ist, immer gleich auszuschauen, also zu schauen, dass man möglichst in der Masse untergeht. Browser, Rails, solche Ansätze. Kann aber sehr schnell einfach durch einen Parameter, den man jetzt vergessen hat und das Ding dann sehr einzigartig macht, wieder dominiert werden und hat da den Nachteil, dass ich sehr, sehr viele Webtechniken verbieten muss einfach, prinzipiell, weil die sehr tief eingreifen können und darum ist es ist unser Ansatz, einfach jedes Mal anders auszuschauen und das dann dadurch die Anonymität zu generieren, dass man halt jedes Mal anders ausschaut. Sonst noch Fragen? Wir haben auch eine Frame-Maske, wo der Browser läuft. Also genau. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Und am 3 sind wir in der Kantine so eine halbe bis dreiviertel Stunde zum persönlichen Ausquetschen. Stellen wir uns bereit. Seid herzlich eingeladen, kommt vorbei, fragt. Und
bringt mit uns einen Kaffee oder vielleicht sind wir schon bei dir. Danke. So, es funktioniert. Nicht direkt Ennsburg, aber mit Ennsburg zu tun. Der Mandaloster ist ein Projekt von uns, von der Firma. Geht prinzipiell darum, wir haben auf unseren Servern, wie viele andere Kunden auch, diverse Skripte, die irgendwas tun. Hier zum Beispiel erstelle ich einfach einen Account, legt dazu vielleicht eine MySQL-Anwendung an oder erstelle irgendwelche Verzeichnisse und gibt dann aus, alles ist gut. Wir sind damit viele Jahre relativ gut gefahren, stellen aber davon jetzt viel auf Ennsburg um, weil es einfach ein bisschen strukturierter ist und besser gefällt und so. In Ennsburg schaut es dann ungefähr so aus. Also wer Ennsburg nicht kennt, ist im Prinzip einfach eine Liste von Aufgaben in dem Fall. Hat halt wieder ein Tool, zum Beispiel File oder User, und tut dann irgendwas in die Richtung. Zum Beispiel bei Username stellt einfach den User an. Und bei File, in dem Fall wird halt das Verzeichnis erstellt und gleich die Rechte richtig gesetzt. Wenn jetzt Vergleich die beiden aufzurufen sind, ist das Shell-Skript ein bisschen einfacher, weil das ist ein Shell-Skript. Bei Ansible schaut es ein bisschen komisch aus, braucht man extra was und dann muss man das so explizit angeben, ist nicht wirklich schön zu bedienen. Eigentlich wäre es so viel schöner. Weil unsere Skripte auch von unseren Usern auf den Shell-Servern verwendet werden, ist es uns auch wichtig, dass die ordentlich zu verwenden sind. Deswegen haben wir uns den Pantanoster ausgedacht, der tut im Prinzip den Schritt von der zweiten zur dritten Zeile, dass es ein bisschen netter verwendbar ist. Dazu kommt ganz oben in dem Skript noch das hier dazu. Das sieht jetzt nicht mehr wie vorher. Da steht jetzt ganz oben nicht mehr Ansible Playbook in der Speckzeile, sondern im Pantanoster. Und hier wird dann eben definiert, welche Parameter gibt es, welchen Typ haben die, muss ich die unbedingt angeben, was tun die genau, was der Shortrange für den Parameter und so weiter. Danach kommt das ganz normale Skript, das wir vorher hatten, mit einem kleinen Unterschied, dass es den Username und Param-Username wird, werden einfach alle Parameter, die vorher in der Liste angegeben wurden, an die passenden Stellen gesetzt. Und lässt sich das so schön aufrufen, so wie uns gewöhnt ist. Was es noch dazu gibt, wie bei jedem Programm auf seinem Linux, ist natürlich eine Hilfe, die aus der Parameterliste automatisch erzeugt wird, einfach über das mit passender Python-Library. Und es gibt noch einen Debug-Output dazu, wo man einfach sieht, was Ansible denn da genau tut und noch ein paar Zusatzinfos dazu bekommt. Zu den Parametern. Wie gesagt, wir setzen da einfach auf die RClass-Library von Python auf. Das heißt, sämtliche mehr oder weniger Spezialfeatures, die dort funktionieren da auch. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht einen Wert übergeben will, sondern einfach nur einen Flag hat, in dem Fall, ob die Domain, die man da aufschalten will, für den Mail-Server ist oder nicht, kann man das hier auch tun. Wenn es sich um einen Wert handelt, der übergeben werden soll, haben wir ein paar Typen vorbereitet, zum Beispiel einen Restricted String. Da kann man dann angeben, ja, das ist ein String, aber ich möchte bitte in einem bestimmten Format haben nach diesem Regex oder ich möchte jetzt zum Beispiel nur kleine Stab erlauben. Das Ganze gibt es noch für Integer Enter, kann man dann Minimum und Maximum angeben und für Domains. Da macht er dann wirklich eine Validierung der Domain, dass es vom Format so passt, dass die Top-Level-Domain auch wirklich existiert und lauter solche Geschichten. Optional kann man noch angeben, dass ein Wildcard auch okay ist, dass es nicht eine konkrete Domain sein muss. Ein paar andere Features, die das Ding noch hat, ist zum Beispiel das bekannte User. Das tut im Prinzip nichts anderes, als sich dann selbst über das Sudo aufrufen, muss natürlich ein passender Config vorhanden sein. Verwenden wir dazu zum Beispiel, um aus einem User oder um einen Kunden zu ermöglichen, manche Einstellungen zu ändern, auf die er sie eigentlich keinen Zugriff hat. Gibt es noch Dependencies, sprich wenn ich eine Domain aufschalten will für den Mail-Server, kann ich da optional eine Mailbox angeben. Es ergibt natürlich aber nur Sinn, wenn der Domain auch für den Mail-Server ist, nicht für den Webserver. Deswegen gibt es das Depends on. Oh. Das war's eigentlich. Wenn es Fragen gibt, gerne jetzt, 5 Minuten habe ich noch. Sonst auch gerne per E-Mail oder auf GitHub oder auf Twitter. Also es wird wirklich ein Lightning Talk, die letzte Folie ist vor 20 Sekunden fertig geworden. Ich befasse mich mit einem
glaube ich, doch relativ häufig ein Problem. Und zwar Backup. Wir haben in einem normalen Haushalt, so wie bei mir zu Hause, zwischen einige Computer, die über Mediaserver, die läuft mit TV, wenn die Satellitenschüssel rein und so weiter, über VBox-Server, dann auf Webserver, Mail-Server, Tor-Knoten, Affinet-Knoten, jeder in einer VBox. Ich habe mehrere APIs, einen Küchencomputer, einen Fernseher, der im Wohnzimmer steht. Und natürlich haben wir ein paar Laptops, meinen eigenen, den von meiner Frau, ich habe drei Kinder, die kriegen da noch welche. Prinzipiell, wir brauchen ein Backup, das zentralisiert ist und bei allen Rechnern funktioniert. Das ist eine ziemliche Odyssee, wenn man sich in Linux, also ich bin seit 15 Jahren auf Linux, überlegt, wie kann man Backups machen. Das erste ist immer Async. Das heißt, man synkt einfach mal den eigenen Rechner irgendwo hin. Das hat ein paar Probleme, ich kann nicht zurückgehen, wenn ich was lösche, ist das nächste Mal weg. Dann gehen wir zu AirSnapshot. AirSnapshot ist nett, das funktioniert über Hardlinks, das heißt, du hast mehrere Backups nebeneinander, hast dann ein Weekly-Repository, Daily und so weiter, ein Monthly. Das Problem ist, du hast keine Kompression dahinter, du hast keine Deltas, sondern du wirst deine Maschine am eigenen Laptop hast, jedes Mal, wenn du einmal das Windows hochfährst und wieder runterfährst, was dich nicht interessiert, wird die ganze virtuelle Maschine wieder ins AirSnapshot reinkopiert. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig gut. Du hast den Vorteil bei AirSnapshot, dass man Intermediaries, also Zwischenbackups, rauslöschen kann. Das heißt, ich kann hergehen und ein Daily Backup dazwischen rausziehen und es passiert nichts. Das Problem, das ich bei AirSnapshot wirklich habe gehabt, ist Permissions. Ich habe das System verloren, habe das System mit AirSnapshot wieder hergestellt und bin draufgekommen, dass jetzt alle Files auf dem ganzen System rootkehren. Und das ist nicht so gut, weil dann läuft nicht mehr viel. Ich habe es dann probiert mit Backup-User, dann haben alle Files den Backup-User gehört. Das war echt blöd. Ich habe geglaubt, dass ich mit AirSnapshots meine Permissions und User in den X-Address speichern tue. Es hat auch gesagt, dass er das macht, nur das File-System, wo ich hinspeichert habe, X-Address nicht unterstützt. Und das hat keiner gemerkt von der ganzen Ding. Das war echt blöd. Das heißt, das System war da unten noch. Dann bin ich gegangen zu RTF Backup. RTF Backup ist ein System, das macht ein Delta Backup. Das heißt, immer wenn du ein neues Backup reinmachst, kommt ein Delta zum Vorliegen, kann damit komprimieren, kann damit Delta Backup machen. Das heißt, wenn ich meine virtuelle Maschine mit Windows hochfahre und wieder runterfahre, dann tut er noch ein paar Bytes oder ein paar hundert oder ein paar Megabytes, die sich geändert haben, speichern. Das Problem ist, ich kann keine Zwischendinger mehr löschen. Das heißt, jedes Backup baut auf dem nächsten auf. Ich habe auch irgendwie Angst, wenn ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag ein Backup mache und irgendwas dazwischen ist corrupt, dass ich nicht mehr zum heutigen Stand hinkomme, weil ich von der ersten Full-Backup bis zum letzten nicht mehr durchkomme. Das heißt, es war auch unoptimal. Und was ich vor kurzem gefunden habe, ist ein Borg-Backup. Ein Borg-Backup tut im Prinzip alles, was du willst, und es funktioniert super cool. Was es macht, ist, es macht deduplicated Backups. Das heißt, es ist im Prinzip nichts anderes, du hast einen Client, der geht her, nimmt deine Daten, macht einen Hash und schaut, gibt es das Paket am Server schon. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil ich habe lauter Debian-Rechner. Das heißt, das gesamte Root-System darf nur einmal Backup machen, weil es ist immer auf jeden Rechner dasselbe. Der Vorteil von dem Ding ist, bei mir bringt es das nicht, weil das liegt auf einer DM-Crypt-verschlüsselten Partition, aber du kannst es encrypten. Das heißt, du kannst auf jeden Client einen Encryption-Schlüssel geben und dann geht das in das Repository rein, verschlüsselt. Das heißt, du kannst irgendeinen Web-Service nehmen, wo du halt einen Speicher hast und einfach deine ganzen Backups dort hinschieben. Der Vorteil, und was ich immer das Problem gehabt habe mit diesen etwas komplexeren Backup-Lösungen, ist, dass ich nicht wusste, wie kriege ich meine Files wieder raus. Und das ist bei Borg cool gelöst, man kann es nämlich einfach mounten. Das heißt, du sagst, ich habe den Snapshot schon vor einer Woche, ich hätte den gerne gemountet, dann hast du das File-Verzeichnis da. Man kann Intermediary Backups einfach auslöschen, das ist überhaupt kein Problem. Und es backt die Users und Permissions mit ab. So läuft das jetzt ab. Also man hat im Prinzip Attitude Install Borg Backup, Debian JS ist es nicht drinnen, da ist es in den Backports. Also in den Backports ist eine aktuelle Version davon. Dann macht man auf dem Server, wo man die Backups speichern will, Borg in den Repo, dann hast du im Prinzip dieses Repository. Und dann, was ich gemacht habe, ist, setzt einfach einen SSH-User auf mit wenig Permissions und in den seine Authorized Keys, tut man dann die ganzen Keys rein von den Rechnern, die man backupen würde, hinschicken will. Und auf jeden von denen habe ich dann einen Cron-Job, der die Backup-Scripts startet. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Sie sehen das jetzt nicht, das ist schlecht. So. Irgendwo ist der Anruf-Monitor. Also, Sie sehen da oben Update Show Borg Backup, das ist die aktuelle Version. Unten Show Versions, es ist leider nur in den Backports und nicht in Main. So schaut dann Licht. Ist es? Ja. Texte. Minuten habe ich noch? Genug Minuten.
Was Sie da sehen, ist, da sind die ganzen Backups, die im Repository drin sind. Da ist dieses Backup-Skript. Das Backup-Skript tut nichts anderes als Borg Create. Also oben habe ich das Repository gesetzt. Das ist ein Remote Repository, das heißt, es liegt auf dem Mikroserver. Der Mikroserver hat einen User-RDIF-Backup, wo ich das, den Key hingetan habe. Das Backup-Repository liegt auf dieser Backup-2-Hardplatten und heißt Repository-Borg. Er macht jetzt nichts anderes als Borg Create -V-Stats, Compression LZ4, alles was rübergeht wird komprimiert. Excluded die Systemverzeichnisse. Ja, und das war's. Und der Backup root. Ich schicke einfach root drüber. Fertig aus von allen Rechnern. Und was ich am Schluss mache, und das ist das Nette dran, ich kann Borg prune machen, das heißt, ich kann Intermediaries rauslöschen und ich habe keep daily 7, keep weekly 4, keep monthly 12 und keep yearly 99. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, auch Backups dazwischen aufzuheben. Weil es ist für uns alle, glaube ich, klar, wenn ich meine Digitalfotos einspüle und dann lösche ich welche weg, dann welche die finden, wenn ich dazwischen ein Backup gemacht habe, sind die weg. Ja? Und das kann man damit machen. Was haben wir sonst noch? Ja genau, da war der Rücken ist jetzt, wenn Sie auf das SSH-Fenster schauen, ich bin jetzt nach Hause verbunden, ich hoffe, das funktioniert. Da habe ich jetzt das Repository, das heißt, ich kann Backup 2, da liegt das Repository, jetzt kann ich sudo -u rdiff backup org list repo. Schaut mal, mit dem und funktioniert, da sind die ganzen Backups, die drinnen sind. Und was ich jetzt machen kann, ist, vielleicht, ja, ich kann, wenn Sie schauen, es gibt einen leeren Ordner. Und jetzt machen wir, als der User, der die Backup.org mount. Das heißt, wir mounten das Repository von meinem Media-Server her vom 22.04. Das dauert relativ lang. Ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder was, und dann kommt es. Und dann habe ich einfach einen Ordner, unter dem ich alle Files von dem Server zur Verfügung habe, und mit Borg U-Mount kann ich es wieder rausschmeißen. Und das Ganze ist jetzt natürlich bei Cron aufgesetzt, das heißt, ich kriege dann ein schönes E-Mail, wo steht, das ist der Archive, mit Fingerprint, Time Start, wenn man schaut, der hat um 4.01 Uhr angefangen und war um 4.10 Uhr fertig, der hat also 9 Minuten gebraucht, 50.000 Files, this Archive, hat 39 GB, Compressed Size 34 GB, Deduplicated Size 110 MB. Das heißt, es sind nur 110 MB dazugekommen und wenn man sich unten anschaut, alle Archive zusammen haben 3 TB, Compressed zwar 94 TB, aber eigentlich nur 688 GB. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich kann Down-Backups machen, die kann dazwischen welche rausziehen, den Prune erkennt, welche zusammengehört und welche nicht zusammengehört. Und das gibt mir im Prinzip die Möglichkeit, alle meine Backups in ein zentrales Repository zu machen oder wenn Sie wollen, auch auf ein Web-Storage, weil Sie es mit Encryption machen können. Und Sie haben keine Gefahr, irgendwo mit Permissions oder so Daten zu verlieren. Das wollte ich Ihnen zeigen, weil ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool. Passt. Fragen? So. Grüß euch zu Vermietes YouTube, wie Österreich Videoplattformen so hoch reguliert. Mein Name ist Björn Schiesel, ich betreibe seit einigen Jahren Insert Politics und wir werden Sie auch dann die Möglichkeit haben, mich direkt zu kontaktieren, ob wir Sie mit dort. Was ich übrigens in der politischen Blog, der irgendwann im Jahr 2013 begonnen hat, Videos zu machen und wir werden jetzt wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche soweit sein. Ich muss das jetzt auch mit unseren Hausjuristen absprechen, also sprich, der sollten bestimmen, wie wir das machen. Zwecks Anmeldung eines anmeldepflichtigen audiovisuellen Mediendienstes. Ich werde schon mal davon gehört. Das soll ich mal erwarten. So, also, kurze Erklärung. In Österreich gibt es an sich eine Pressefreiheit, die hat heuer ein 150-jähriges Jubiläum. Die Presse darf weder unter Zensur gestellt noch durch das Konzessionssystem beschränkt werden. Administrative Postverbote bieten auf inländische Druckschriften keine Anwendung. Wichtig ist auch, jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Das ist die Meinungsfreiheit. Also, deswegen können wir uns heute hier treffen und denken. Aber Sie stehen unter einem Gesetzesvorbehalt. Natürlich, das ist das nächste Problem. Das ist das andere. So. Vor ein paar Wochen ist in der FAZ gestanden, erste GEMA an das ganze Internet. Nein, damit ist nicht der Zweite Weltkrieg gemeint, damit ist die aktuelle Diskussion gemeint, ob YouTuber oder Leute, die zum Beispiel auf Twitter ein
24-Stunden-Dienst kann, nicht eine Rundfunklizenz brauchen. So, und jetzt will ich anfangen, einige Leute zum Nachdenken. Wir haben in Österreich auch sowas. Wir sind zwar etwas moderater, wie einer der Gesetzesvertreter sagt, aber derzeit ist es noch nicht klar, ob in Österreich Sendelizenzen für YouTube-Kanäle benötigt werden. Es benötigt aber definitiv, wenn jemand einen YouTube-Kanal betreibt, unabhängig davon, ob der jetzt wirklich wirtschaftlich gedacht ist oder nicht, ein Gespräch mit der Comausland, das ist die Medienbehörde, weil die dann sagt, okay, sind Sie noch ein privater Kanal oder nicht? Und daher haben wir auch das Problem, so ähnlich wie bei den Homepages, wenn der Inhalt geeignet ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dann könnte auch zu einem Idee da reingreifen. Da gibt es nur noch ein paar andere Kriterien, zu denen komme ich jetzt. So, das audiovisuelle Mediendienstgesetz regelt jetzt mal grundsätzlich audiovisuelle Mediendienst, also Privatfernsehen, Rundfunk, Radio, Radio jetzt nicht, sondern da gibt es noch wieder was, aber da gibt es eigentlich konkrete Regeln auf Videoplattformen wie Internet, zum Beispiel geht es auf die Tiroler Tageszeitung oder auf die kleine Zeitung, da gibt es einen Videoplatten und da können Sie ja eigene Videosendungen anschauen. Das ist ein sogenannter Abrufdienst. Und YouTuber oder Leute, die auf Facebook, auf der Webseite mit Erklärvideos oder sowas haben, können darunter fallen. Da gibt es jetzt sehr viele Kriterien, ich erkläre jetzt gleich. Und ja, vielleicht wird demnächst auf meinem Blog diese Artikel stehen, Bundeskanzler Kern mit einem liberalen Piratensender anzeigen. Das würde mich freuen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil politische Parteien laut einem Urteil vom letzten Jahr auch unter die Werbepflicht fallen würden, weil sie Werbekanäle betreiben, auch unter die Werbepflicht fallen könnten Firmen wie zum Beispiel die Knapp, die Andritz, die AVL, Meisterstein und so weiter. Ja, das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, dieses Gesetz. Ich glaube, das wird. Jetzt sind wir beim Gesetz. Was ist ein audiovisueller Mediendienst? Der Dienst muss als Dienstleister betrieben werden. Wirtschaftliche Tätigkeit ist ein Kriterium. Es genügen Einnahmen ab Anhäufung im Jahr. Oder wenn man den Kanal des Werbeplattform nutzt. Es reicht übrigens theoretisch sogar ein Geschenk einer Firma, um als Einnahme zu geben, wenn du zum Beispiel von irgendeiner Firma Kopfhörer geschenkt kriegst oder an USB-Stick oder sonst was. Musst du das unterscheiden? Bitte? Wenn du das geschenkt kriegst, musst du das unterscheiden? Dann müsstest du es theoretisch nach Gesetz, ich war die Woche bei einer ersten Veranstaltung von einer Medienbehörde, wo sie mich übergeladen haben, müsstest du eine Liste führen, maximal 1000 Euro ein Geschenk möchtest du annehmen. Aber bitte aufpassen, ich gebe mir keine Rechtssicherheit, dass das, was ich jetzt sage, auch korrekt ist. Ja? Nein. Die Behörde selber ist völlig überfordert, weil die Comausland eigentlich gewohnt ist, nur mit ein paar Dutzend Radio- und Fernsehsendern in Österreich zu arbeiten und jetzt hat sie wahrscheinlich mit mehreren tausend Fällen zu tun. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht sagen, ob es nur Hunderte sind oder Tausende. Also, Punkt 2. Die Anbieter des Dienstes, der Anbieter des Dienstes muss die redaktionelle Verantwortung ausüben. Hauptzweck, Punkt 3, der Hauptzweck des bereitgestellten Dienstes muss die Bereitstellung von audiovisuellen Inhalten sein. Der Dienst muss über ein elektronisches Kommunikationsnetz, kann man auf Internet vertreten werden. Der Dienst muss an die Allgemeinheit gerichtet sein. Das ist einmal schnell was, unabhängig von Katzenvideos oder politischen Interviews. Die Inhalte müssen audiovisuell sein, das heißt, nur so ein bewegtes Bilder haben, die Fernsehähnlich sind. Dazu komme ich noch, das ist nämlich der größte Streitpunkt von allen, was ist fernsehlich. Und dazu kommen dann halt Standort Österreich, die Professionalität, das hat mit der Fernsehähnlichkeit zu tun, die Regelmäßigkeit und verschiedene andere Elemente. Ja? Das sind alles die Ausführungen, wann das Gesetz anzunehmen. Aber was ist die Intention des Gesetzes? Die Intention des Gesetzes war ursprünglich die, dass man Werbung kennzeichnet, Werbeschluss im Internet präsentiert etc. Also auch durchsetzt und dass man eben gewisse Regulierungen einführt, dass es eben nicht zu übermäßigen Schleichwerbung kommt. Aber eigentlich Kontrolle und nicht irgendwas besteuern. Kontrolle und Regulierung und Fairness für alle. Eigentlich. Das Problem ist, YouTuber werden durch dieses Gesetz extrem, wie soll ich sagen, benachteiligt,
weil die Regeln für dich gelten, wie für ein Fernsehunternehmen. Jetzt hat aber ein Fernsehunternehmen in der Regel eine eigene Rechtsabteilung, was man macht. Außer halt die ein, zwei Juristen, die ich kenne. So, was kommt mit der Anmeldung? Verpflichtung zur Einhaltung von Werberichtlinien, die Wirtschaftskammer, der Wirtschaftskammer Beitrag. Also gut, da haben wir uns Leitens verwechselt. Wirtschaftskammerbeitrag SVA, also Sozialversicherungsbeitrag, eine Umsatz- und Planumsatzmeldung gegenüber der Behörde, weil ab 47.000 Euro im Jahr muss man dann einen Beitrag leisten von 260 Euro. Ca. 400 Euro ist Kammerumlage in der Steiermark, in Oberösterreich 44. Dann kommt noch dazu, dass die Behörde einen Logfile haben möchte, wann eine Sendung online war, wie lange sie online war und so weiter. Und ob man jetzt auch Kopien von Sendungen an die Behörde schicken muss, das muss ich jetzt nochmal fragen, so habe ich es aber letztlich verstanden. Redaktionelle Genauigkeit ist einzuhalten und Nachrichtenkanäle dürfen zum Beispiel kein Sponsoring annehmen. So, das ist mein erster Beitrag zum ersten Beitrag aus dem letzten Sommer, wo ich eigentlich nur gefragt habe, ob Social Media schon unter die Regulierungen fällt. Wenn der OEF jetzt was plant, dann gibt es gesagt, ja, das läuft schon seit 2012. Da haben wir gedacht, Gratulation. So, wer hat es erfunden? Wer ist schuld? Laut Behörde auch die EU. Und ja, Österreich hat 2012 sein Privatfernsehgesetz auf das Internet erweitert. Österreichs Parteien haben seit Jahrzehnten ein Interesse, die Medien zu kontrollieren, ist auch nichts Neues. Das Privatfernsehgesetz wurde auf das Internet erweitert. Ja, da hätte eigentlich der Satz auf versprechen. Und das AMDG wurde unter Werner Faymann erlassen, aber der kann da nichts für. Eine Minute habe ich noch. Derzeit sind 114 Videoangebote gemeldet. FPÖ TV ist der einzige politische Kanal, der auch tatsächlich die Einhaltung, also die Anzeige eingehalten hat. Es sind zahlreiche Behörden, die jetzt noch geklärt werden müssen, ob die auch gemeldet werden, von neuen Kommunikationsdiensten, die Bundesländer betreiben. Die auch auf YouTube zu finden sind, sind nur zwei gemeldet, nämlich Wien und Kärnten. Und ich sage nur, wen interessiert es? Wahrscheinlich Vereine, Parteien, Privatpersonen, Unternehmen, Behörden, Wirtschaftskammer, Sozialversicherung, Austria, Politik und so weiter. Ich sage herzlichen Dank. Die Dragons sind in den Paragraphen zwischen den Zeilen zu finden. Wenn es Fragen gibt, steht gerne zu. Ich bin vom Verein WPIA, ausgesprochen ist das World Privacy and Identity Association. Der Verein ist am 10. Dezember in Graz im Realraum virtuell gegründet worden. Das ist unsere postalische Adresse und aus dem Grunde bin ich auch hier, um diesen Verein einfach mal vorzustellen. Was machen wir? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Grundrechte im Internet zu wahren und diese auch durchzusetzen. Das ist nicht so ganz einfach. Unser erstes Projekt, mit dem wir anfangen werden, ist der Aufbau einer öffentlichen, zugänglichen CA, einer vertrauensvollen CA, einer belastbaren CA mit Audit und dem Ziel, Mitglied im GAT-Forum zu werden. Wir hoffen, dass wir mit dem Audit im Sommer diesen Jahres an den Start gehen können und laden alle dazu ein, uns dabei zu begleiten. Ein wesentlicher Punkt in dieser ganzen Geschichte ist die berühmte Vertrauensbasis. Vertrauen zu gewinnen ist nicht so einfach wie Vertrauen zu verlieren. Vertrauen zu verlieren ist ein Schritt von zwei, drei Tätigkeiten. Vertrauen zu gewinnen dauert lange. Und Brecht hat zu Vertrauen mal gesagt, Vertrauen geht dadurch verloren, dass man es zu häufig in Anspruch nimmt. Mit dem Aufbau einer CA denken wir, dass wir Grundrechte auch durchsetzen können. Grundrechte wie Privatsphäre, der Schutz der Identität und so weiter sind seit vielen Jahren im Internet unter Beschuss und unser Ziel ist es, diesen Dingen entgegenzustehen, den Leuten eine Technik an die Hand zu geben, auf die sie sich tatsächlich verlassen können. Ich habe nachher in einem anderen Raum, und zwar dem Raum 116 im anderen Gebäude, den vorletzten Vortrag des Tages zum Thema All You Need Is Trust. Ich werde in diesem Zusammenhang auch darauf eingehen, warum Menschenrechte unteilbar sind
warum Grundrechte unverkäuflich sind und warum wir hingehen und sagen können, wir organisieren die Gewährleistung von Grundrechten, wir verkaufen auch keine Zertifikate. Man kann sich darauf verlassen, dass die Individuen dieser Welt bei uns die Zertifikate kostenfrei erhalten. Gewerbliche Unternehmen werden Organization Validated Zertifikate bekommen und für sie haben wir ein Konstrukt aufgesetzt, über das zu reden sich lohnen wird. Ich lade euch alle ein, nachher zu meinem Vortrag zu kommen. Wer sich für WPIA interessiert, unsere Webseite ist ganz einfach, https://wpia.club. Wem das zu lang ist, der kann es auch kürzer schreiben, der schreibt wpia.at. Wir sind am 10. Dezember gegründet worden. Das ist der internationale Gedenktag der Menschenrechte. Das zeigt, wo wir moralisch stehen und wir denken auch, dass eine solche Aufgabenprojekt wie ein CA ohne Ethik nicht zu machen ist. Bislang arbeiten wir an einem Netzwerk und einer Vergrößerung des Netzwerks. Und wir haben es geschafft, in der letzten Woche die Anerkennung vom Bundesverband Teletrust zu bekommen, Bundesverband für IT-Sicherheit, unter der Adresse www.teletrust.de zu erreichen. Wir haben in Europa ein Kompetenznetzwerk von rechtlicher Größe, von rechtlichen guten Unternehmen auch aufgebaut. Wir betreiben ein Projekt namens CBCA, das ist die European Bridge CA. Und wir sind auf der Seite Kompetenznetzwerk und da die Mitglieder unter Römisch 2 gelistet. Ihr könnt euch gerne davon überzeugen. Ich hoffe, ich sehe euch gleich und danke für die Aufmerksamkeit. Okay, herzlich willkommen. Ja, noch ein paar Ansagen und ein paar kleine Vorführungen. Erste Ansage, also nach dem Event ist vor dem Event. Wir wollen noch ein bisschen miteinander quatschen. Morgen beim Brunch, beim Sonntag-Brunch. Und ich habe auf meiner Webseite gutes.net einen Link gemacht zu dem Modul. Ich möchte euch bitten, euch da anzumelden, falls ihr kommen wollt, einfach damit wir genügend Sitze haben werden. Von 11 bis 14 Uhr im Café Blenden, das ist von dem Künstlers aus gesehen, etwa 300 Meter nach Norden, fast an den Murgen. Ja, also kostet 13 Euro, inklusive Saft und all you can eat. Ja, und dann können wir morgen noch ein bisschen quatschen. Für diejenigen von euch, die noch ein bisschen länger da sind oder überhaupt in Graz, werden wir morgen Abend 19 bis 23.42 Uhr im Realraum ein Show und Tell machen. Das ist im Wesentlichen genauso das wie hier, Lightning Talks, jederzeit irgendwas her. Das kann ein cooles Tool sein, ein netter Service über, weiß ich, Web oder auch irgendein Projekt, das ihr einfach vorstellen wollt. Ja, das ist morgen Abend. Am Montagabend, naja, Montag ist der 1. Mai, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es stattfindet, aber jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr gibt es im Spektral Graz, das ist fast sogar auch wieder beim Blended an der Ruhr, eine Krypto-Party. Und dort kann man lernen, wie das Ganze funktioniert. Also das Übliche ist runterladen, installieren, konfigurieren, ausprobieren. Wie funktioniert Krypto bezüglich Verschlüsselung von E-Mail oder beim Chat oder Dateisystem, wie kann ich einzelne Dateien verschlüsseln und natürlich auch wieder entschlüsseln. Da wurde geredet, das könnt ihr alles ausprobieren. Krypto-Partys an sich gibt es nicht nur in Graz, gibt es auch in Berlin, in anderen Städten und Bergen in Berlin. Kommt es nach Berlin, wir haben fast pro Woche 2, manchmal auch sogar bis zu 5 Krypto-Partys. Ja, aber das ist eher selten. Okay, sagen wir mal 2 pro. Das waren die Ansagen. Dann wollte ich noch ein bisschen was sagen. Zitatpad.com, ein Leaderpad, ein kollaboratives Pad ist dieses Tool. Man geht dort auf die Webseite, drückt auf den großen blauen Button und kriegt dann ein Textfile zugegeben, wo man etwas hineinschreiben kann. Ja? Hineinschreiben. Und alle, die damit verbunden sind, können gleichzeitig was schreiben. Ein sehr cooles Tool. Gibt es in verschiedenen Versionen. TitanPad ist natürlich bei Software, blablabla, kann jeder benutzen, kann jeder sich auch selber installieren. Aber TitanPad ist jetzt 1 Jahr gelaufen, wunderbar.
Aber die Jungs haben gesagt, so, unser Leben geht weiter, wir müssen uns nur um andere Dinge kümmern. Wir stellen Titan-Pad.com ein. Und bis morgen gibt es das noch sozusagen zu benutzen und am 1. Mai wird auf Video umgestellt. Und dann kann jeder sich noch das herunterladen, was es gibt. Und dann wird es, glaube ich, im Oktober oder Dezember eingestellt. Und ich möchte aufrufen dazu, dieses Titan bei diesem Service zu retten. Also diejenigen von euch, die ein bisschen Admin-Erfahrung haben und das gerne vielleicht retten wollen, möchte ich bitten, sich zu melden. Denn es gibt ja ein paar URLs beim Titanpad, die ja sozusagen herumschwirren und dann heißt es bitte, ihr könnt dort weiter editieren, aber das wird es jetzt nicht mehr geben. Und es wäre schön, wenn es weiter liefe. Also bitte meldet euch bei Titanpad.com bei den Betreibern, falls ihr ein Hobby aufnehmen wollt, um zu sehen, wie das funktioniert. Vielen Dank. Dann weitere Dings. Einmal, meine jüngste Erfahrung war wieder mal bei einer Firma, die alles abgedichtet hat. Und wenn ich nach Hause telefonieren will per SSH, dann geht das nicht, weil es abgesperrt wurde. Und was mich gerettet hat, ist folgendes Tool: Shell in a Box. Und das sieht dann etwa so aus. Noch eine Verbindung. Achso, das ist gut zum Code. Aha, nein. So, da ist es. Genau, bei unserem Verein in Berlin.de haben wir das installiert. Und wie ihr seht, ich bin in einem Tab von Firefox. Und es sieht so aus, als könnte ich mich da einloggen. Sieht lustig aus, ne? Interaktiv und so. Und es sieht auch fast so aus, als wäre ich eingeloggt. Und dann schaue ich mal, was es da gibt. Und dann möchte ich mich gerne verbinden mit der Work-Session und sehe da. Ja, das ist meine Umgebung, so sieht mein Zuhause aus, mein digitales Zuhause. Ich bin wirklich eingeloggt, interaktiv, als hätte ich eine SSH-Session, aber es ist kein SSH, es ist HTTPS. Und da ist der Matthias, der hat sich gemeldet und der hat mir einen Link gegeben zu einem weiteren Tool. Ja, also wenn man was zuschauen will, hier gibt es diesen Link, den er mir gegeben hat, und zwar zu themate.com. I.O. Genau. Ich hätte ganz gerne den Link, ohne dass ich das nicht richtig komme. So. Ich weiß nicht warum. Das ist übrigens die andere Seite so ungefähr. Da geht es mit definitiv. Copy Address. Genau. So, und was mache ich damit? Ich schmeiße diesen Link auch wieder bei einem Tab hinein und jetzt kann ich sehen, was der Matthias auf dem Schirm hat in seinem Terminal. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal anstupsen, er weiß nämlich nicht, er kann nicht hören, was hier passiert. Ja, ich sage ihm, dass er jetzt auf Sendung ist. Ja. Schauen wir mal. Also keine Hände. Ja. Das, was ihr da jetzt gerade seht, was passiert, das ist wirklich der Matthias. Genau. Und wozu machen wir das Ganze? Also an dieser Art und Weise, er hat sein Terminal in einer Umgebung, in einem Fenstermanager namens Linux. Und ich kann darüber zuschauen, über diese Themate. Ja. Und ja, alles, was ich brauche, ist ein Weblink dazu. Und bei diesem Weblink, das sieht man da unten ein bisschen vielleicht, da steht ein RO dabei, das ist Read Only. Also ich kann dazu schauen. Aber, das suggeriert es ja auch, es ist nicht nur Read Only möglich. Ich hätte auch die Möglichkeit, selber etwas zu schreiben, wenn er mir einen anderen Link anbieten würde. Was schreibt er überhaupt? Wenn er weitere Fragen hat zu Themate und auch andere, kann diese auch gerne an mich richten. Oben seht ihr, wo ihr mich erreichen könnt. Genau, scarlett.me, das ist deine Hauptseite, so heißt der Matthias Scarlett. Ich danke ihm sehr herzlich für diese Vorführungsgeschichte. Ich hoffe, dass wir damit mehr Spaß haben werden. Ihr könnt also auch eure Session von TMUX sozusagen an andere mit herausgeben per Link und die können dann zuschauen und sehen, wie ihr was macht.
Und vor 3 Jahren war das alles noch so Zukunftsmusik. Man könnte doch vielleicht das bauen. Jetzt ist es da, es funktioniert wunderbar. Ich hoffe, dass wir gemeinsam darüber mehr Spaß haben. Und ich hoffe, euch zu sehen morgen beim Brunch oder abends dann im realen Bau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Okay, also wir sind ja ein bisschen knapp in der Zeit, das heißt, das wird extra kurz. Das ist eine kleine Ankündigung, und zwar findet nächste Woche die erste Python-Konferenz in Österreich statt. Und zwar genauso sei der Freitag und Samstag in Wien, im Rahmen der Linux-Woche Wien, quasi als Subkonferenz, eine Mini-Python-Konferenz, wenn man so möchte. Wir haben dann 2 Tage, das Programm macht sie online, pyds.at, weil, wie gesagt, ich möchte nicht allzu viel Zeit hier verbrauchen. Aber ich glaube, es ist eine wirklich coole Sache. Nachdem wir eben von den Linux-Wochen gehostet werden, ist der Eintritt frei. Es wird Brötchen geben, es gibt über 20 Vorträge und Workshops, die wir am Start haben, einmal mit der internationalen Gäste aus Deutschland, Slowakei und sogar einen Franzosen mit dabei. Das heißt, ich glaube, das ist eine ganz, ganz feine Sache. Wer überhaupt ein bisschen länger bleiben möchte am Sonntag, gibt es auch die Möglichkeit, beim Hackathon mitzumachen. Lightning Talks natürlich sowieso. Und wie gesagt, pyds.at. Wenn ihr überhaupt nur nett sein wollt, dann schickt ihr uns auch ein kleines E-Mail, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute uns da eigentlich besuchen kommen, weil wir wissen es nicht. Einfach herkommen und ja, ihr seid willkommen. Dankeschön.